und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Stream. Mit dabei ist wieder, wie sonst auch immer, Glacy. Und wir streamen heute Division 8 Ulti-Team gegen Team X-Ling. Guten Tag. Du hast vergessen zu pingen, das ist der erste gegen den zweiten. Das ist wichtig, da kommen mehr Leute. Dann sag das doch. Mach du das doch noch. Okay, dann ping ich nochmal. Doppelping. Kannst du mal schnell noch den Titel ändern? Sag mal, du hast genügend Zeit, das zu machen, aber gerne. Ja, aber... Ja. Ah, nein, für mich selber. Stream ausmachen. Das Problem ist, ich bin nicht... Best of 7. Ja, Tim, Best of 7. Best of 7? Bin da sicher. Best of 7, guck mal auf das Layout. Was hat denn das Layout jetzt schon wieder gemacht? Leute, heute noch ein Best of 7. Es wird uns ein bisschen knapp. Ich will noch Formel 1 schauen gehen. Gegen wen wird morgen Tunity kämpfen? Ich habe keine Ahnung. Guck ins Projekt. Ja, und das stimmt, den Packer kann man einfach auch noch updaten. Das Match geht sogar jetzt schon los. Wie man einen Glacy unschwer überhören konnte. Es ist nicht immer. Gestern im Scrim hat es funktioniert. Boah. Gestern hat es noch funktioniert. Genau, und wir spielen Klemblitz auf dem Gretenkanal. Und, du kommentierst, ich ändere das Ding. Super, danke. Du kommentierst, ich mache die ganze Schicht. Wir sehen auf der Seite von Team X-Ling hier einen Doppel-Profi-Klexer und die Deppel-Dulis. Und auf der anderen Seite die Inkbrush, die jetzt auch tatsächlich schon down gegangen ist, sowie eine Heavy und die Tetra-Dulis. Also beide Teams mit einem Duli. Und sehr schöner Bombenkill hier von Tom, der sich vielleicht eventuell auch noch den Inkjet hier holen will. Hat er ein bisschen Unterstützung von seinem Team bekommen und es sieht auf jeden Fall sehr dominant am Anfang für Team X-Ling aus. Sie bräuchten jetzt eventuell noch eine Clam. Vorne vorm Korb sind sie jetzt schon. Da ist auch die Clam, von der ich gerade geredet habe, aber die Brush hat sehr schön geflankt. Oh, da kommt die Wallis rein auf der anderen Seite. Oh ja. Devil versucht hier was, rettet wahrscheinlich seine Clam, da unten stirbt allerdings bei dem Versuch. Aber die Clam lebt jetzt zumindest noch ein wenig länger, aber seine beiden Teammates sind jetzt auch gestorben. Ich muss noch Sachen updaten. Bin gleich da. Tu das. So, jetzt muss natürlich hier Team Ulti-Team wieder versuchen, in die Mitte zu kommen. Haben sie jetzt auch gut geschafft. Jetzt müssten sie eigentlich noch Clams sammeln. 16 haben sie schon. Aber das reicht anscheinend noch nicht für eine Supermuschel. 25 Muscheln gegen 0 und Team Ulti-Team konzentriert... Nee, X-Ling, wait. Ich bin dumm. Team Ulti-Team versucht jetzt zu pushen. Ja. Farbenwechsel, Leute. Und X-Ling muss halten. Einer schon down. Kubik hier mit der Sepisphäre. Explodiert jetzt auch. Aber die Clam fliegt halt weg. Und Kubik fällt ins Wasser mit der Clam. Er ist gleich hinterhergegangen. Was und war das denn bitte? Jetzt sind die ganzen Clams von Team Ulti-Team vom Ulti-Team wieder weg. Und sehr schöner Doppelkill hier von Tom. Tom hat jetzt auch tatsächlich noch... Ja gut, okay. Oder er stirbt halt. Sehr gut gemacht von Doc. Und jetzt ist es wieder ausgeglichen. Ulti-Team hat wieder eine Supermuschel. Kann sie diese vielleicht auch diesmal zum Korb bringen, ohne sie zu versenken? Und Kubik versucht reinzugehen, scheitert aber an Knolle. Nicht immer klappt diese Reihenwaschtaktik mit dem Pinsel und mit nicht immer relativ selten. Die Hälfte des Matches ist schon vorbei. Wir haben ja keine Punkte gescored. Das ist für Snapper, also für Gretenkanal, relativ ungewöhnlich, meiner Meinung nach. Das stimmt durchaus. Aber ich finde, das zeigt nochmal hier, dass die beiden Teams, übrigens der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte dieser, der Division 8, dass die beiden wirklich auf Augenhöhe sind und sie jetzt wirklich... jetzt sind zwei down von Ulti-Team. Jetzt könnte was passieren. Knolle braucht die Clams. Sie hat nur 9. Ihm fehlt eine Clam. So, Devil stirbt auch. Knolle kann einen Pick holen, aber Doc holt ihn. Das hätte der Push sein können. Aber Ulti-Team verteidiger ist hier relativ solide. Und wir gehen weiter in die nächsten, in die letzten 100 Sekunden rein des Matches. Ohne weitere Punkte. Das riecht nach einem Déjà-vu für mich. Ja. Also, wenn es so weitergeht, wird es hier wahrscheinlich eine ziemlich lange Overtime geben. Und
Ja, das ist natürlich immer sehr, Oh, sehr. drei Daumen von Ulti Team. Jetzt Kams hat auch X-Links auch die. Ja, X-Link hat auch die Clam jetzt. Bekommen noch einen weiteren Pick. Das könnte der Push jetzt sein. Nur die Push. Und sie versucht hier Skyed aufzuhalten. Aber Skyed kommt erstmal ein bisschen durch. Aber da ist der Push von Knolle von der Oh, Seite. sehr gut Das heißt, gemacht. wir bekommen leider keine Overtime. Und da kommt sogar Aber. noch die weitere Power Clam rein von Skyen. Sehr schön gemacht. Und der Push kann eventuell noch weitergehen mit ein klein wenig Follow-up hier noch von Knolle. Und das ist doch mal schon auf jeden Fall ein guter Push. Titan nutzt auch sehr gut den Bomb Rush, kann damit Und zwei Leute rausholen. Fless ist alleine jetzt gegen drei, muss da irgendwas machen, bekommt einen, aber Sir kann weiter scoren. Von der anderen Seite kommt Sky End rein, trifft den Korb nicht ganz so gut, aber 24 ist ein sehr, sehr, sehr guter Push. ja, vor allem Vor an. allem, wenn man bedenkt, dass es noch 3 Sekunden übrig sind. Also wirklich ein sehr, sehr guter erster Push. Eine Minute kurz vor Ende des Spiels. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr bitter für Ulti-Team, denn sie müssen jetzt hier einen wirklich riesen Comeback starten, um jetzt auch in den letzten 20 Sekunden sich die Führung zurückzuholen. Ulti-Team geht nach vorne. Pizza hat schon einen Pick gefunden. Kubi kommt durch, trifft auch. Und es leben nur zwei von X-Link. Tom und Knolle. Tom versucht da was, bekommt auch zwei, bekommt drei mit Knolle. Und jetzt ist LSLS alleine wieder gegen vier. Das schafft er leider nicht. Und das dürfte der Win sein für X-Link. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber die Führung von 24 zu unterbieten ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade mit solch einem enormen Zeitdruck. Und ja, sehr gut gespielt von beiden Teams. Am Ende hat es dann Team X-Ling eben mit dem größeren Push durchaus geschafft und verdient gewonnen. So, es sind immer noch nur 7 Maps. Ich guck mal, woran es liegt. Das Programm mag mich anscheinend auch nicht so. Wenn irgendwo Rechtschreibfehler drin sein. Wie dem auch sei, ich kümmere mich jetzt erstmal um die nächste Map. Wir spielen jetzt Operation Goldfisch auf dem Kofferfischlager. Auch wieder eine sehr interessante Map-Modi-Kombination. Dadurch, dass eben diese Map so lang ist und so eben, kann man hier sehr gut mit der Stingray arbeiten. Singen wir auf jeden Fall. Ja. Das Overlay sagt immer noch Best of 7, aber das ist logischerweise Best of 9 hier. Wahrscheinlich ist irgendein Rechtschreibfehler in den Maps drin. Ich suche gerade schon, aber. Ich kann mal Ausrufverfahren machen, während wir hier in der Lobby sitzen. So, was haben wir denn so Schönes? Das wissen wir, Wummi. Wir arbeiten dran. Tatsache? Nee. Hä? Was denn? Ich weiß nicht, was du getippt hast auf Englisch, aber jetzt kommt eigentlich Zones Aruvana. Zones Aruvana? Was habe ich denn da gemacht? Weiß ich nicht. Ich hab's auch, ich verstehe es auch nicht. Gut, Hä? okay, dann. Es macht absolut keinen Sinn. Kein In-Game-Sound. Och nee. Was? Ernsthaft? Das. Welt ist weg. Ja, aber da, jetzt ist es normal. Hier bei der Anzeige ist tatsächlich Ach kein so. Ingame-Sound. Kann man mal die Lobby zoom wieder auf? Ja, ich mach mal die Lobby Ich zu. will das jetzt Genau. mal wissen. Oh, es war zu Egal, spät. mach einfach. Beende. Okay, das ist ganz lustig. Also den Fehler, den wir gerade haben. Wer auch immer ein bisschen sich mit den englischen Maps auskennt, kann mal auf den Map-Channel gehen bei uns der DSB und sieht, dass die Maps nicht wirklich übereinstimmen im Englischen mit dem Deutschen. Was habe ich denn hier gemacht? Kannst du einfach das Game beenden? Weil die spielen. Und ich will das klären. Ja, ich beende einmal mal komplett das Game. Nee, nicht mal Technik, es ist einfach nur unsere Inkompetenz gerade. Wait a sec. Also wir lesen mal vor. Herrschaft Aruvana Center steht im Deutschen drinne, im Englischen ist Waymaker Warley. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Tower Control Manta stimmt. Rainmaker Sturgeon Manta ist, glaube ich, ein Fehler drin. Weil das wird nicht angezeigt. Wahrscheinlich wegen, weil Tower Control zusammengeschrieben ist, weil die TC-Maps fehlen. So, das zweite ist Split Zones Arowana Mall. Ja, das könnte sehr gut sein, dass es daran lag. Wenn ich was sagen, Rainmaker nach Muschelchaos ist ein bisschen untypisch für die Liga hier. Ein bisschen untypisch, meine ich, untypisch. Das ist so mal ausnahmsweise mal nicht die Technik, sondern einfach, also Technik auch, aber weil wir inkompetent sind. Ich habe auch Warners hinter, ja, wir wissen es, dass wir ein paar Maps zu so dumm sind einzugeben. Ich weiß nicht, wie du auf eine ganz andere Maul-Kombination kommst, Wahrscheinlich bin ich in aber. der Zeile, in der Woche verrutscht. Das kann sehr gut sein. Aber sonst müsste es passen, ne? Weil, ich guck mal gleich nach nochmal. Weil, logischerweise das Streaming-Tool, was wir benutzen, kann nur die englischen Maps erkennen, weil es einfacher gehalten ist. Und wir kennen auch eigentlich alle die englischen Maps. Ach ja, und die Waffen dürfen übrigens geändert werden. Ja, ihr dürft natürlich Waffen wechseln, das ist eine komplett andere Map-Mode-Kombination Ja. jetzt. Also, wir gehen weiter mit Herrschaft Arowana Center. Dann zum Jetzt Kommando. sollte es richtig sein. Zeig mal. Herrschaft Arowana, TC, Manta, Rainmaker, Sturgeon, Muschelchaos, Angel, TC, Steinköhler, also Pit, Rainmaker, Skatepark und Muschelchaos. Das ist richtig. Nur noch Mensch. eintragen, dass X-Link das erste Match gewonnen hat. Wir haben es gefixt! Schnell wieder joinen. Du hast kein Lobby offen. Jetzt. Mache ich gerade auf. Ist offen. Kriegen dann auch beide Teams im Division Chat, dass die Dinger wechseln dürfen, weil das ist eine andere Map. Das ist eine andere Map-Mode-Kombination. Ja, da wollte hier Tim schon Zones Arowana Center wegschmeißen. Schlimm sowas. Da habe ich es rechtzeitig noch gemerkt, dass er Bullshit macht. Oder Naja, wir rechtzeitig zumindest. nicht. Ja, fuck, ich habe gesagt, das Lobby abbrechen. Du meintest dann, nö, wir spielen weiter. Da fehlt nur eine TC-Map. Jupp, da fehlt eine TC-Map, da hat Gary recht. Oh, Endschafft immer Darf noch. ich. Ja, guck einfach mal, der Mode müsste, also der Mode ist richtig geschrieben, nur halt nicht zusammenschreiben. Wahrscheinlich dann. Das Programm, also immer erstmal schaut eine Linie heraus, dass wir sein Programm benutzen dürfen, weil das Programm wird üblicherweise für die ESL programmiert. Und dieses Programm wird in relativ vielen Turnierformaten jetzt benutzt. Also Padlink wird ab und zu benutzt, bei uns wird es benutzt, bei der ESL wird es benutzt. Und wer Programmierer kennt, weiß, dass Programmierer komplett faul sind. Und deswegen nicht richtig programmieren. Deswegen, wenn wir Tower Control zusammenschreiben, also der englische Name für Turmkommando, also wirklich zusammenschreiben, dann erkennt es das Programm nicht. Wenn wir aber TC schreiben oder Tower Control auseinander, erkennt es das Programm. Anscheinend habe ich irgendwo einen Fehler in Starfish Main Stage, aber ich finde ihn tatsächlich nicht. Das ist das noch lustiger. Wait. Genji, wait. Tatsache, lol. Kannst du mal kurz darf ich mäßig auswählen? Weil ich hab die englischen Namen, ich habe die englische Switch noch drin, da können wir direkt vergleichen. Also in der Lobby jetzt. Das gibt's doch nicht. Was hat denn Lean jetzt hier gemacht? Programmieren, also Kenntnis ist, was heißt das hier? Best of 8, ich spiele nur Best of 8, ich spiele kein Starfish Mainstage. Kommt ein Ist das Bindestrich nicht? zwischen? Nö. Es ist 1 zu 1 richtig geschrieben. Oder bin ich gerade maximal lost? Nee, ist richtig geschrieben. Ist Tower Control falsch geschrieben? Nee, auch nicht. Hä? Doch, Das macht Tower keinen Sinn. Control war falsch geschrieben. Ah, doch, da sieht das hier das R. Da hat Ich das wollte R das mal wieder. Da gefehlt. fehlt ein Buchstabe. Sucht mal ein R bei Tower Control. Also, ihr wisst, wo das ist, aber wenn ihr den Fehler sucht, wisst ihr ja nicht, dass das R fehlt. Jetzt haben wir es. Best of 8. Weil das ist was anderes. Zählt Rainmaker eine Map. Hä? Black Belly Es fehlt fehlt nur jetzt. Rainmaker. Es fehlt Black Belly. Ja, Rainmaker Jetzt ist ist richtig. es da. Dankeschön. Also, nee, es fehlt noch nicht, aber wenn du meinst, ja, dann wechsle wieder auf Arowana um. Danke. Natürlich.
Entschuldigt übrigens für die Verzögerung hier und die Umstände. Die Inkkompetenz, da gebe ich dir absolut recht. Absolut. Also einmal was erstmal unsere Intelligenz, also die Map, falsche Map ist komplett unsere Schuld, weil einfach Tim in der Zeile verrutscht ist und dann... Und es dir nicht aufgefallen ist? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe da so viel Vertrauen in dich. Ja, selber schuld. Da bin ich halt einfach selber schuld, dass ich genauso... Tim wasted, genau. Das war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, Tim Wasted das Emote einzuführen. Exakt. Was auch relativ oft von euch gewünscht wurde im Feedback-Formular. Ich glaube, Tim Wasted war da mit Tired Clayson in Salmon One der beste Vorschlag, den es gab, und der häufigste. Ja. Oder Moräntürme gab es auch noch als Vorschlag, aber das ist Emote dazu. So, aber jetzt genug Schabernack, wir gehen ins zweite Match. Das ist kein Schabernack. Wir sind auf Arowana Center, also bitte. Mehr für Scheiße. Die sollen eingekauft werden und nicht gesplattet werden. Es ist Samstag, haben die Läden noch offen. It is Saturday, my dudes. Auf jeden Fall. Jetzt Konzentration auf das Match. Wir sehen hier auf der Seite von Ulti Team wieder einen Blaster. Interessant auf Splat Zones. Ich meine, auf Turmkommando ist es ja nicht gerade unüblich, den Blaster zu spielen, aber... Wir hatten X-Link ja gestern schon auf Stream und TNT Tom ist ein sehr, sehr großer Blaster-Enthusiast und spielt auch interessante Perks, meiner Meinung nach, auf der Waffe. Aber er spielt auf sehr, sehr viel Modes Blaster und sie bekommen hier nicht wirklich den ersten Pick mit der Blaster-Taktik, denn Ulti-Team hält die Zone erstmal ganz gut, pusht auf 80, kein Ingame-Sound immer noch, mein Man, du... Das gibt's doch nicht. Gerade war es doch noch an. Oh Gott. Ich hasse es. Kannst du bitte deine Elgato nicht überhitzen lassen? Vielen Dank. Die überhitzt nicht. Die ist einfach nur dumm. Kannst du dir dann bitte draufschlagen? Gut. Wir werden versuchen, gleich die Soundprobleme zu fixen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, dass Team X-Ling sich hier die Zone zurückholen konnte und jetzt auch gleich in Führung gehen. Und ja, jetzt kommt auch schon der Bomb Rush entgegen von Team Ulti-Team. Der kann aber allerdings alleine nicht so viel hier machen. Der Sloscher kommt jetzt auch noch mit rein. Konnte sich hier einen Trade holen. Aber X-Ling hat weiterhin die Zone und hält die souverän gegen Team Ulti-Team. X-Ling jetzt in Kontrolle. Sehr schön gemacht von Cubic hier, der sich alleine die Zone geschnappt hat. Und somit eine schöne Penalty bekommen konnte für Team X-Ling. 3 versus 3 Situation jetzt hier. X-Ling muss angreifen und auch Sir Devil bekommt, Pizza bekommt auch den Pick auf Sir Devil. Das sieht aktuell sehr, sehr gut aus für Ulti-Team hier. Der einzige Nachteil ist, sie haben noch nicht den Lead. Was aber natürlich kommt, schöner Pick hier von Pizza auf den Inkjet. Aber jetzt sind sie in Unterzahl und müssen aufpassen, was sie hier machen. Ja. Und jetzt kann X-Link definitiv reinkommen, hat auch die Zone neutralisiert. Sehr schöner Pick hier mit dem Klotzer. Aber die Zone geht dann doch leider an Team X-Link, auch wenn sie sich die gleich wieder schnappen können. Wieso da war der Cap kurz, wichtiger Cap für die Strafpunkte. Genau, Team Ulti-Team hat jetzt noch 15 Punkte abzubauen, bevor sie weiter ihren Timer runterziehen können. Oh, TNT Tom pusht da links durch den Gang durch. Bekommt auch den Kensei-Profi-Kleckser. Und jetzt muss Ulti-Team ein bisschen aufpassen. Die Strafpunkte sind abgebaut, aber sie sind auch in Unterzahl. Ja. Und sie müssen die Zone gependet lassen. Sehr schön, das Tintenschock hier von Knolle. Aber sie sterben wieder alle. Skyend ist allein und sie wissen, wo Skyend ist. Und Skyend stirbt jetzt auch, das ist der komplette Vibe. Aber sie konnten sich zumindest noch einmal kurz die Zone holen, sodass sie jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben. Und dass es vielleicht auch ausreicht. Wir sehen es gerade, Skyland erst jetzt respawned. Sie müssen erst wieder zusammenkommen und jetzt sind die Strafung auch schon wieder abgebaut und das könnte sehr wahrscheinlich der Lead sein, außer sie werden jetzt einen schnellen Push zusammen versuchen. Les bekommt den Pick von Les. Auf dem Platscher. Das ist der Lead, da kommt der Inkjet raus. Der Tintendüser. Aber Les trifft ihn hier nicht ganz. Les bekommt den Kälterbrüder, schöner Shot. Und den Blaster auch noch. Sehr schön gespielt von Les hier.
Deswegen ist der Bambusler so stark und das könnte, und das könnte, das ist der Ausgleich für Ulti-Team hier. Sehr schön gespielt. Ja, wir versuchen die Soundprobleme zu fixen. Aus irgendwelchen Gründen ist die Capture Card, Gruß an Elgato da, by the way, nicht existent. Gerade bei Tim. Zumindest was Sound angeht. Ja, was Sound angeht, das ist sehr komisch. Ja. Ist das HDMI-Kabel richtig drin? Natürlich ist das HDMI-Kabel richtig drin. Nee, es kann sein, dass wenn das HDMI-Kabel zu locker ist, nur Bild überträgt und nicht Sound. Ist aber nicht locker. Eigentlich. Dann schmeiß das Ding aus dem Fenster. Einmal pusten, kennt man. Auch von dem Game, vom Gameboy. Gameboy damals. Oder vom DS. Ja, eigentlich soll man nicht in sowas, allgemein nicht in so Öffnungen wie USB-Anschlüsse oder DS-Kartenanschlüsse oder Switch-Kartenanschlüsse, also da Immer überall, wo man nein. eine Karte reinstecken kann oder allgemein andere Anschlüsse haben kann, nicht reinpusten, weil das eigentlich die Technik beschädigt. Aber Es entstaubt halt auch ein bisschen. es entstaubt auch ein bisschen und funktioniert. Kannst du, funktioniert der Ingame-Sound? Nein, habe ich gerade schon nochmal getestet. Leider immer noch nicht. Das Problem ist, ich habe jetzt Angst, wenn ich zu viele Kabel noch reinstecke und aus Sachen ausprobiere, dass Dass dann der das PC abstürzt. Bild auch wieder weg ist. Nein. Ach, passt dann, ich kann alleine kommentieren. So. Kauft euch niemals eine Elgato S. Das ist die schlimmste Entscheidung, die ihr machen könnt. Funktioniert's jetzt? Wenn ihr Nee. euch eine Elgato kauft, dann kauft euch die Pro-Variante. Die kostet, glaube ich, 10 Euro mehr und ist 3000 Mal besser. Aber muss man halt Ja, die anbauen. S ist die externe. Das ist das Problem. Weil mit der externen haben die meisten Leute Probleme, weil ja, es ist eine externe. Das erklärt eigentlich alles. Ich schreibe mal, dass wir technische Probleme haben. Ja. Ich meine, ich kann Aber jetzt die auch einfach werden ein auch. bisschen Musik einfügen, das geht ja auch. Tower Control Manta. Analog-Sound an. Ist alles an. Wie gesagt, manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. Es hat ja laut Tim auch in der allerersten Runde auf Muschelchaos funktioniert. Also, ja. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, du musst ja mit HDMI mehr oder weniger das verbinden. Oder bin ich gerade komplett lost? Ist der Bildschirm jetzt auch schon weg? Ja. Oh nee, Bis geil. gleich. Meine Güte. Kannst du das Ding einfach versuchen zu kühlen nebenbei? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da jetzt liegt. Das es funktioniert. Ich höre was. Das freut mich, aber hast du mir gerade zugehört? Ja. Ey, wir haben gewonnen. Die Klappe, Kubik. So, ich hoffe, es ist aber nicht zu laut. Wait, 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 wait. Sicher, dass Ton an ist? Ja, sieht zumindest hier gerade aus. Also. Guys, haben wir Ingame Audio? Nee, Wumi, wir machen jetzt dauerhaft Kaffeekännchen hier. Ja, es ist an. In-game Sound ist an. Okay, perfekt. Es läuft, es funktioniert mal. Ach Gott, ey. Also, mein Rat an euch, wenn ihr jemals eine Capture Card kaufen wollt und die unbedingt von Elgato sein muss, zwei Informationen und zwei Tipps. A, kauft euch nie die externe S-Variante, sondern die interne. Ich habe die interne, hatte noch nie solche Soundprobleme wie mit Tim, und Tim hat das innerhalb von 2 Tagen dreimal jetzt gehabt. Und, Zweimal. nein, dreimal. Hab ich gehört. Verdammt, zweimal. Und die Software scheiße. Verdammt. Also, aber das war so. So, Die ist ihr habt nicht schon vorhanden. gehört, Die das Match Hardware geht ist gut. los. Also vor allem die interne. Halt die Klappe. Also die interne ist gut, die externe ist scheiße. Ganz einfache Meinung.
Wir haben eine Aerospray hier und eine Maldeppis. Was zur Hölle ist passiert? Sind wir irgendwie in eine andere Dimension gekommen, dass wir zwei Short-Range-Waffen jetzt spielen? Ich wollte gerade sagen, es ist doch momentan eher Midrange-Waffe. Die Aerospray hat ein bisschen viel Special-Power, Special-Charge-Up. Wir werden einige Kugeln sehen. Da ist auch schon die erste. Sehr schöner Kill hier mit der Insta-Bombe von SkyEnd. Schöner Snipe hier. Und das ist der Wipe für Team X-Link. Das heißt, sie können jetzt theoretisch direkt pushen gehen. Aber sie trauen sich noch nicht so wirklich rein. Sie versuchen sich hier jetzt nochmal vielleicht den zweiten Wipe zu holen. Sehr schöner Double-Kill hier von SkyEnd. Nur noch der Charger von Team Ulti Team lebt. War am Leben. Gut, okay, oder war am Leben. Und jetzt können sie weiter pushen. Das sieht sehr, sehr solide aus. Noch ein Blaster Kill hier von Tom. Tom stirbt kurz darauf vom Torpedo. Die nächste Buja kommt raus, bekommt einen Double Pick. Der Kenzer-Profi ist alleine, schmeißt auf den Turm. Noch eine Buja. Buja, Buja, Buja. Auf jeden Fall. Sehr guter Anfangspush hier von Team X-Link, aber auch jetzt sehr gut verteidigt von Ulti-Team. Wenn man die Airspray, also die Airbrush richtig, oh, schöner Doppelkill von Doc, by the way, richtig spielt auf Tom Kommando, kannst du immer eine Kugel haben, wenn die Gegner pushen und damit quasi jeglichen Push zur Vernichtung machen. Dann darfst du aber auch nicht so oft sterben mit der Airspray, was Kubik nicht wirklich gut macht, weil er geht da schon mit der sehr Slaying rein, was man auch machen kann, aber da hast du die Booyah-Bomben-Supporter nicht. Sir Devil flankt hier rein und kann ein bisschen beschäftigen, aber er ist alleine in der Mitte gegen drei. Das dürfte das Checkpoint sein. Und es dürfte auch die Lead sein für Ulti-Team, die sich jetzt sehr gut zurückarbeitet haben. Vier Leute beim Tor, jetzt sind nur noch zwei am Leben. Aber es scheint wohl trotzdem noch weiterzugehen hier mit dem Push. Knolle mit hat dem jetzt aber sehr gut saven können. Aber 25 ist ein guter Anfang hier auf Manta Maria. Absolut. Häufig sieht man es nicht über die 30er Marke gehen. Vor allem bei der Dissection bis zum zweiten Checkpoint und nach dem zweiten Checkpoint dieser Gang sehr, sehr schwer zu ist zum Angreifen. Ja. Und da sieht man hier auch schon die nächste Kugel von Knolle. Kann er sich eventuell noch den Pick holen? Jawohl, sehr gut gemacht. Und da kommt aber auch schon die gegnerische Kugel. Der zweite Punkt und kriegt er den dritten. Jawohl, sehr schöner Triple Kill hier von Knolle. Ist aber Zwie gegen die Deppis. Deppis sind auch und der Quad. Die Deppis im Trade. Ja. Ich hab's gerade gesagt. Aerospray, Booyah-Bomben-Spam. Kubik muss eigentlich nur noch sich hinten rein verkämpfen. Oh, schöner Kill von Tom hier. Nur noch hinten rein verkämpfen. Die Booyah-Bombs und farmen. Und ein zweiter direkt hinterher. Draufschmeißen. Das funktioniert aktuell nicht, weil Kubik hat keine Booyah-Bomb ready. Und das wird jetzt kritisch werden, weil sie sind am zweiten Checkpoint. Und der dritte. Tom macht hier gerade einen sehr guten Blaster-Play. Devil stirbt jetzt hier. Sie haben den Checkpoint. Es geht zu der Lead-Marke. 3 vs. 3. Doc geht da rein. Sehr Doc schöner Kill. Einen, aber das dürfte der Lead sein. Es ist 25. Oh, 25, 25. Ein Kill in dem Turm. Und jetzt geht die Map. Warum geht es gut? Ach. Warum ist eine Kamera zu Sir Devil, der im Spawn vom Gegner war? Aber das ist sehr ärgerlich. 25 zu 25 hat stand es. Und dadurch, dass Team Ulti Team hier am Anfang die Führung hatte, wird der der Punktestand wieder auf 26 erhöht. Denn es gibt in Splatoon keinen Gleichstand. Doch, 100-100 ist ein Gleichstand. Ja, trotzdem. Ja, hier heißt es, wer zuerst pusht, mal zuerst. Unlucky jetzt hier für X-Link. Vor allem, weil sie nochmal drei Leute tot sind und damit den Lead wahrscheinlich erhöhen können. Also selbst wenn es Gleichstand gäbe, wird es ja gleich die 24 geben. Ja, und da ist die 24. 23, 22. Letzter und es geht weiter, Checkpoint. Sie sind am letzten Wumi. Checkpoint. Und Wumi gegen, alleine, Wumi gewinnt das Match. Und es ist der Checkpoint, vielleicht sogar noch der Knockout. Und das ist der Knockout. Sehr schön Knockout gemacht von Wumi. Schade für X-Link, aber im Endeffekt mattert diese 25-25 Aktion nicht, weil Ulti-Team nochmal zum Konterpush ansetzt und den KO holt. Sehr gut gespielt von Team Ulti-Team hier.
Damit steht 2 zu 1 für Ulti Team und man kann sagen, dieses Match haben sie definitiv verdient gewonnen, auch wenn es zwischendrin wirklich ein sehr, sehr großes Hin und Her war. Team X-Ling hat sich auf jeden Fall sehr gut zurückschlagen können, wurde aber dann leider durch dieses 25 zu 25, denke ich mal, sehr außer Bahn geworfen. Das hat natürlich psychisch einen sehr großen Faktor, wenn man dann eben so knapp nicht zur Führung kommt. Ich möchte noch nebenbei anmerken, dass wenn Ulti Team dieses Match hier gewinnt, Division Champion sind. Ja. Also für sie geht es auch um alles, nicht nur, also quasi ist das Match um die Goldmedaille hier. Ja, beziehungsweise Team X-Ling würde dann halt nochmal ein Entscheidungsspiel gegen Ulti Team haben, wenn es denn zu einem Sieg von X-Ling kommen würde. Also, ich mag es, wie Kubik immer im Chat ist, obwohl er sich eigentlich auf das Match konzentrieren sollte. So, sie sind jetzt schon fast alle bereit. Nur noch Les von Ulti Team fehlt und er hat jetzt auch seine Waffe gewählt. Heißt, wir können starten. Glacy darf jetzt nichts sagen, sonst laggt er wieder. Und es geht los mit dem vierten Match von dem Division 8. Gott sagt, Pick 18. Okay, immer noch. Mit dem Match von Division 8 Ulti Team gegen X-Ling. Erstplatzierte gegen Zweitplatzierte. Also Disco bei meinem Team ist 18 bis 20 gerade. Also normal. Oh, Sploosh. Aber nicht der Dispersor 7, sondern Dispersor 0. Also der normale. Dispersor 0. Dispersor 0. Mit sehr, sehr viel Schwimmspeed. Das ist leider nicht der Zeta-Markt hier. Bin ich eigentlich sehr glücklich drüber. Weil sonst wäre das Match wahrscheinlich sehr schnell zu Ende. Aber X-Ling erst einmal die Kontrolle über die Mitte. Und den ersten Push. Wir sehen auch keine Stingrays auf beiden Seiten. Zweimal die Booyah Bomb auf beiden Seiten. Einmal den Splashdown auf beiden Seiten. Würde ich sagen, das ist ziemlich beidseitig hier. Tom vor hier. Allem die Kugel kann ja intelligent sein. Vor allem, wenn man links lang pushen will. Aber Ulti entscheidet sich erstmal für den Push rechts und stirbt da auch komplett. Ja, jetzt. Genau, jetzt kann Skyen theoretisch auch über rechts pushen. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Wobei, er geht jetzt doch auf die linke Seite. Denn Tom ist schon oben links. Und jetzt können sie da sehr gut pushen. Sie haben Ulti Team sehr gut nach rechts abgelenkt. Und jetzt. Nur einer ist links. Und das dürfte sehr kritisch jetzt werden. Sie sind auch nicht drüben. Sie müssen da rüber, um die Punkte zu holen. Und Deadly schafft den Sprung nicht, was nicht so schlimm ist, weil der Waymaker ihn schafft. Ja. Und jetzt sind sie auf 36, bekommen einen Pick. Jetzt ist die Frage, wie weit sie noch können. Die Kuhkugel ist schon ready. Da kommt der Kensan-Ruf wieder extra von hinten. Ja. Holt den Pick, aber 30, also 29 ist ein guter Anfang, Jo. Oh, die Bombe war sehr, sehr gut von Knolle. Hat sie aus der Booyah-Bombe in den Rainmaker geworfen und hat somit einen Doppelkill bekommen. Das dürfte erstmal den Push von Ulti-Team zurück in die Mitte verlangsamen. Oh, sehr gute Doc Bombe schwimmt. Hier gegen Doc. Doc schwimmt da unglücklich. Auch wieder von Knolle. Bombe. Knolle und noch könnte, ein Bombenkill. Knolle könnte Junior Main werden. Vier Bombenkills sind mit einem Kellerprofilexer unüblich, weil da benutzt man eigentlich seine Schusswaffe zum Killen. Oh, fast der fünfte auch noch. Aber den hat er sich dann jetzt so geschnappt. Und ja, das sieht nicht sehr gut für Team Team aus, tatsächlich. Denn Team X-Ling hat ja sehr viel Kontrolle auch über die Mitte und pushen sehr hart auch nach links rüber, da wo der wo die Goldfischkanone jetzt auch sitzt. Wurde jetzt aber von Ulti Team gegrabt und Knolle ist hier ein wenig zu aggressiv reingegangen. Und jetzt ist es eine 3 zu 2 Situation für Team X-Ling. Lässt hier mit dem Profi-Kleckser und der Kuhkugel bekommt einen Pick auf TNT Tom. Somit können sie sich versuchen, in die Mitte zurückzukämpfen. Die ist wichtig, die Mitte. Wir bekommen aber nicht ganz den Profi. Knolle ist jetzt auch gestorben. Und der nächste Pick hinterher. Auf Sky End. Oh, da rechts ist einer. Da ist der Platscher. Der sehr guter Kill von Platscher. Im One-Hit und der Waymaker ist alleine und kann da nichts machen.
sehr interessante Idee mit dem Platscher, sich dort in der Ecke zu verkämpfen, ist eigentlich nicht sehr ratsam, denn der Platscher ist natürlich eine Waffe, die eher hinten stehen sollte und nicht vorne flankt. Aber ja, weil man gerade über vorne flanken will, der ist einfach mal am gegnerischen Ziel schon, obwohl alle von seinen Mates in der Mitte sind. Das ist durchaus eine interessante Art, diese Waffe zu spielen. Und es funktioniert ja auch irgendwie. Kommt den Pick auf Sky End, damit ist der Push erst einmal gestoppt. Mal schauen, für wie lange. Wahrscheinlich komplett, weil Ultiteam hier komplett in der Überzahl ist mit 4 zu 2. Ja. Da ist ja schon die Buja in der Mitte. Buja konnte auch Doc ein wenig runterwerfen in die Mitte, aber der zündet jetzt den Tintendüser und bekommt hier nur einen Assist und wird von Sir Devil rausgenommen. Sir Devil hier, wie wir schon gesehen haben, sehr aggressiv mit dem Platscher. Geht jetzt auch in die Mitte rein mit den Schwarmraketen. Aber bekommt hier nicht so wirklich den Pick. Kann aber den Rainmaker sehr weit zurückdrängen. Ja, X-Ling hat das eigentlich der kompletten Kontrolle hier. Der erste Push war ein sehr guter Push und deswegen können sie sich zurückziehen hier in Ruhe und verteidigen. Tom will da kurz reinpushen, um den Rainmaker zu holen. Das ist nochmal extra Zeit hier für X-Ling. Das sieht sehr, sehr stark nach dem Unentschieden aus wieder. Ja, 15 Sekunden noch für Ulti-Team, sich hier noch die Führung zu holen. Aber der Rainmaker, der fällt runter und das sieht nicht gut aus für Team Ulti-Team. 3 Sekunden noch zu spielen. Und das schaffen sie nicht. Ist Game. Sehr ärgerlich. Aber man muss wirklich sagen, Team X-Wing hat das hier souverän gespielt, hat sehr gut gepusht und damit definitiv das 2 zu 2 verdient. Warum es keine Overtime gibt, das kann ich dir erklären, weil ihr mit den Waymaker gestorben seid. Oder bin ich gerade komplett lost? Nö, richtig. Ultima hat zuletzt den Waymaker und wenn man stirbt, also wenn man pushen muss und stirbt, dann gibt es keine Overtime, nur wenn man den Gegner killt. Also hätte X-Ling jetzt den Waymaker gehabt und wäre gestorben, dann würde es Overtime geben. Aber wenn Ultiteam den Waymaker hatte und stirbt, dann würde es keine Overtime geben, wie es hier der Fall war. Genau. Aber 2 zu 2, das ist auch ein guter Start hier ins Wochenende. Vor allem für unseren Tag, weil wir relativ viel streamen werden heute wieder. Ja. Wuhu, ich liebe meinen Job. Nicht nur du. Wobei, ich muss nachher sogar gar nicht mehr streamen. Ich bin nachher gar nicht mehr dabei. Nachher über dem Kio. Ja, der hat ein Privatleben. Nein, ich spiele ein Turnier. Ja, Privatleben. Das ist nicht privat. Privatleben. Okay, eigentlich, du bist ein Hobby. Ihr selber schuld, warum hast du ein Team? Warum hast du auch ein Team? Warum spielst du auch competitive? Uno Reverse Cars. Uno Reverse Cars. Ja, ich bin halt anwesend. Ja, keine Ahnung, was du machst. Ja, kommentieren später. Ja, aber dein Team spielt ja auch heute nicht. Ja, vielleicht. So, und es geht gleich in die nächste Runde. Runde 5, es steht 2 zu 2 Ulti-Team gegen X-Ling. Erstplatzierte gegen Zweitplatzierte der Division 8. Und wir spielen Muschelchaos auf dem Anchobit Games Hauptquartier. Und wenn ich an Kretenkanal zurückdenke und da sehe, wie lange die da gebraucht haben, einen Push aufzusetzen, würde es mich ja stark wundern, wenn wir innerhalb der ersten Minute einen Push sehen, weil diese Map ist sowas von verteidigerfreundlich. Ja. Wenn man es richtig anstellt, dann kann es hier in eine Overtime gehen und in eine sehr, sehr lange Overtime. Ja. Die Overtime geht bis zu 3 Minuten lang, wenn kein Score gemacht wurde, oder? Ja. Ja. 3 Minuten extra nochmal mit dem wunderschönen Alarmsound. Ja, das ist immer wunderschön. Wumi wird hier sehr unabhängig. Aber Ryan macht guten Anfang mit einem Pick und Pizza auch schon down. Das ist die rechte Flanke, ist schon mal offen. Kurz Ankle-Bit, man hat 2 Wege zum Korb zu pushen. Einmal über diesen kleinen, im Competitive wird es meistens Aufzug oder sowas genannt, wo man den Ventilator anschießen muss, dass die Plattform sich erhebt. Oder man geht links, also man geht rechts, wie Wumi jetzt hier auf dem Spin hoffentlich. Oder? Ich weiß nicht.
Die Wummi rechts lang aktuell, wo gerade drei von, also genau da, wo Knolle gerade ist im Stream oder gerade war, genau. Da lang kann man noch hoch, um zum Korb zu kommen. Und das waren beide, was waren die beiden Wege schon? Weitere Wege gibt es nicht. Und wie wir ja sehen, ist das ja verteidigt, aber Knolle, wir sehen es, aber die Knolle kommt rein und direkt drei wieder von der einen Seite auf Knolle drauf. Und der ist down. Also Verteidigung ist hier on point. Die muss ja auch sitzen. Ja, natürlich, absolut. Wenn die Verteidigung hier nicht sitzt, hast du ein Riesenproblem, denn Verteidigung ist hier auf dieser Map relativ einfach gehalten. Und wenn du es nicht hinbekommst, bekommst du wahrscheinlich den Gegner hin. Aber X-Wing erst einmal mit der Early Mid-Control hat auch die ersten Picks. Es ist halt nur die Frage, der Knolle kommt jetzt wieder hier links rein. Die Buja ist auch schon draußen, um Knolle hier abzuhalten, reinzupushen. Knolle ist weak, er rennt rein und er trifft! Das ging schneller als auf Kretenkanal. Aber es ist auch nur eine Muschel. Und das ist halt schon sehr, sehr schlecht, wenn man hier durchkommt, nur eine Muschel versenken kann. Ja. Aber Tom macht da grandiose Arbeit, bekommt zwei Picks. Rettet die Muschel. Aber stirbt kurz danach. Genau, das war jetzt natürlich wichtig, um jetzt eben auch den Gegenpush von Ulti-Team hier ein wenig zu zerstören. Oh, und Tom holt sich hier noch einen weiteren, hat sich hinter dem Sandsack verschanzt und kann hier eventuell noch einen weiteren Pick und holt ihn sogar. Und Skyend kann jetzt natürlich vielleicht durchkommen, da Tom ihn so sehr gut Gegner sehr gut ablenkt. Und das sieht gut aus. Das könnte vielleicht der weitere Push sein. Skyend hat die Muschel versenkt und Tom bringt doch vielleicht ein bisschen Follow-up rein. Schlecht, Ulti-Team hier. Gummi ist quasi alleine. Jetzt kommt der Scoobig dazu, aber keine richtigen Punkte werden gescored. Nur ein paar Muscheln. Trotzdem ist 58 ein guter Anfang. Vor allem, wenn er noch nicht gepusht hat. Knolle kommt noch rein. Knolle verwirft die Muschel aber. Weil der Korb schon wieder oben war. Und jetzt muss Ulti-Team nur noch in die Mitte zurückkommen. Aber selbst das funktioniert nicht. 2-2 Situation. Der Ulti-Team wird hier sehr zurückgedrängt. X-Ling hat ja sehr viel Kontrolle über die Map. Und auch tatsächlich auch sehr tief in die gegnerische Hälfte rein. Und Sir Devil war hier, hat sich vielleicht wieder ein wenig zu übernommen, ist ein bisschen zu aggressiv gewesen. Les konnte ihn ganz gut rausholen. Und jetzt hat Ulti-Team zwei Supermuscheln und sie können eventuell bald zum Push einsteigen. Sie brauchen insgesamt zwei Supermuscheln und eine kleine Supermuschel, damit sie hier die Führung erlangen können. Und wenn sie das reinkriegen, dann ist hier natürlich wieder alles offen. Einfacher gesagt als getan. Wummi versuchte. Was will Andro jetzt von mir? Was ist von uns? Sehr schöner Kill hier von Cubic. Die Wall da rechts ist natürlich sehr, sehr schwierig zu umgehen für Cubic, gerade wenn er über den Weg geht. Aber jetzt ist er dahinter, konnte sich zumindest ein Trade holen und Knolle hat die Supermuschel übernommen. Les versucht hier reinzukommen, hat den Tintenschock parat und kann eventuell auch durchkommen. Pizza jetzt auch mit der Poolkugel. Hat sich jetzt ein wenig Platz geschafft, aber da hat Tom schon auf ihn gewartet und ihn auch rausgenommen. Genau sowas darf man nicht machen. Wummi will da rein Top und die Klemme holen. Kubik auch und Kubik stirbt. Jetzt ist Fless alleine da. Das könnte nicht wirklich funktionieren. Der Splashdown holt sehr zwei schön, Leute Double raus. Kill mit dem Splashdown hier. Kann er sich vielleicht sogar noch einen dritten holen? Aber er kann schon mal scoren, kann er auch den dritten holen, ist die Frage. Das funktioniert nicht und es wird schwer werden, denn der Follow-up fehlt. Pizza will rein. Und wir haben sogar nur noch 10 Sekunden, also die Zeit ist ganz schön verstrichen hier. Es wird das letzte Push zu sein, aber man sieht es ja, beide rennen rein, um dann zum Kopf zu kommen. X-Ling campt einfach ab und das ist der Win für Team X-Ling hier. Sehr souverän von X-Ling gespielt. Das war wirklich eine starke Vorstellung. So muss es laufen und nicht anders. TNT Tom hat hier definitiv eine gute Leistung gezeigt, hat sehr viele Gegner, hat seinem Team sehr viel Platz und Zeit geschenkt mit seinen Picks. Dementsprechend sehr großes Lob an Team X-Ling. Und wir gehen in Herrschaft auf der Steinköhlergrube.
X-Ling hier mit der kleinen Führung nichts Entscheidendes. Beide Teams sind sehr, sehr dominant auf ihren Modes. Wir sehen ja, X-Ling hat die Muschelchaos-Maps gewonnen und die Operation Goldfisch-Maps, während Ulti-Team die Turmkommando und die Zones-Maps gewonnen hat. Also, das kann hier noch sehr, sehr spannend werden. Steinkillergrube, eine dieser Maps. Da ist es selten, dass man mal unter 60 pusht. Ja. Wobei, also es ist halt relativ einfach, sich wieder eine der beiden Zonen zu schnappen, aber. Also solange man kein Vibe bekommt. Weil die Map ist so messerschneidemäßig. Ein Schwert mit zwei Blades, also wo man sich an beiden Seiten schneiden kann. Zones sehr, sehr klein, sehr, sehr einfach zu cappen. Wenn man aber gewiped ist, ist es sehr, sehr schwer, zurück in die Mitte zu kommen. Genau. Ist auch für Verteidigungsteam sehr, sehr einfach zu verteidigen. Aber dafür hast du halt immer, wenn es ausgeglichen ist und beide Teams noch in der Mitte sind, sieht man eigentlich sehr, sehr lange Zeit keine großen Pushes. Ab und zu vielleicht mal ein, zwei Punkte von so 100 auf 98, aber das war's dann auch. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es hier jetzt aussehen wird. Ich vermute, es wird wieder ein sehr großes Hin und Her geben. Und bin auf jeden Fall gespannt, wer hier den Sieg erringen wird. Wird Ulti Team ausgleichen können oder X-Ling sich tatsächlich schon den Matchpoint holen? Team Ulti Team in Gelb und Team X-Ling in Blau. Und wir sehen eine Double Backline kommen von Ulti Team Oder bin ich krass, aber? mit dem Platscher und der Splatling. Und auf der anderen Platscher. Seite gar keinen Backliner von X-Ling. Platscher ist so eine Waffe, die würde man rangemäßig in die Backline einsetzen, aber ich hatte die Waffe auch in letzter Zeit alle gespielt und kann mit der Waffe auch Midlane spielen. Diese Aktion von Apples war dumm. Gegen drei Leute reingestammt, dann ist es klar, dass man stirbt. Und deswegen kann Knolle zwei Sehr weitere schöner Pixel. Dollar Kill hier Und noch. das ist schon der Vibe gewesen. Ja, und. Und das wird jetzt schwer für Ulti Team werden, da zurückzukommen. Weil schon wieder drei down sind. X-Ling macht das hier wirklich sehr souverän. Haben hier am Anfang definitiv einen guten Vorteil gekriegt. Noch ein schöner Kill von Knolle hier mit der Kugel. Und Team Ulti Team hat ja sehr große Probleme hier wieder reinzukommen. So, jetzt aber der Tintendüser von Fless hier im Duell mit dem gegnerischen Tintendüser. Der wurde aber von all seinen Teammitgliedern rausgenommen. Heißt, Ulti Team kann jetzt bei dem Full Wipe sich die Zonen zurückholen und jetzt selber punkten. Ja, jetzt ist es wieder anders umgedreht. Ich habe gerade gesagt, unter 60 selten, wenn man in der Mitte bleibt. Beide zweiten oder Vibe drin, auch schon wieder der Fast-Vibe. Der T-Tech ist alleine rechts. FS weiß, wo er ist, schmeißt da auch schon Bomben hin. Er stammt jetzt auch raus und somit sind alle wieder am Spawn-Bereich von Team X-Link. Und Team T-Tom kommt rein auf der rechten Seite, wird allerdings gepickt von der Splatling. Und damit bleibt die Zone erst einmal in der Kontrolle von Ulti-Team. Es wird jetzt ziemlich knapp, aber sie konnten sich jetzt nicht die Lead holen. So, Devil holt sich jetzt auf die zweite Zone und damit gibt es eine riesengroße Penalty für Team Ulti Team. Und das ist natürlich nicht so schön, gerade wenn man eben jetzt noch diese drei Punkte abbauen möchte. Aber wie man sieht, 45 und 42 quasi auf einer selben Ebene, da sind 2 Sekunden zwischen. Sehr schöne Booyah-Bombe hier von Bumi. Da konnte der Tintenschock auch nichts gegen machen. Und wir sehen einen doppelten Disconnect auf Seiten von Ulti Team. Bei mir ist DC auch, das bist du. Das bin ich. Ich bin auch DC. Du bist auch DC? Entweder du oder den Internet weiter stürzt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also wenn drei Leute DC, wird das wahrscheinlich Weeped werden. Ja. Auch weil. Das ist dann zu viel. Vor allem, wenn es alle drei zur selben Zeit die ziehen. Ja. Dann ist es auf jeden Fall der Host. Deswegen tut es mir da schon mal leid, den X-Ling, jetzt die wahrscheinlich dieses Match hier gewinnen werden. Und Ulti Team muss weiterspielen, theoretisch gesehen, weil sie kein Weeplay anfordern dürfen. Dass wir dann so umentscheiden, wissen können sie jetzt nicht wissen. Ja. Ja, Cubic, wissen wir. Ach Mensch. Ja, Tim hat gerade aktuell ein paar Probleme. Merkt man. Anscheinend. Cubic, wir sehen's im Stream.
bin ich blind. Du musst auch nicht dauernd in den Twitch-Chat kommen, auch wenn ich es nett von dir finde und so weiter. Konzentriere dich einfach mal auf dein Match. Das empfehle ich dir als Spieler. Und bei Pizza sind die Gegner unsichtbar. Das klingt nach einem Host. Sollen wir also mit den Bug mit dem Pizza, mit den Gegner unsichtbar hatte ich auch schon mal. Sollen wir Host wechseln, oder? Ja. Okay. Ich kann technically hosten. Dann hoste du mal. Ach, Mann. Es geht heute schon wieder gut los. Irgendwie will's momentan bei mir nicht. Es läuft gerade alles so nicht, wie es soll, leider. Hoffen wir, dass meine Lobby hält. Deutsches Internet ist sehr gutes Internet. Ach, Q, ich weiß es nicht. Nein, es ist tatsächlich nicht Vodafone, es ist 1 und 1. Was denn das? Na, der ist ja nicht mehr Leiter für Kundenzufriedenheit, dementsprechend. Der ist der Leiter für, was war's? Versand oder Logistik? Ja. Wo ist fucking Piranha Pit hier? Hä? Ah, da. Ja, der Typ hat schon einen Raum auf. Ach, das ist schlimm. Ich hab zum Beispiel Vodafone. Also. Ja. Aber eigentlich. Es ist Deutschland und Deutschland ist sowieso behindert im Internet-Sachen. Das ist wahr. Davon kann man nur ein Lied singen und sich genügend auscomplainen, aber das ist nicht für diesen Stream gedacht hier. Die Frage ist, wo Ulti-Team bleibt. Ne, die hätten gerade zwei Disconnects. Ja, aber ich bin auch die Ziel, das lag eher in der Lobby. Ja, da kommen sie. Du bleibst einfach in Minecraft und regst dich nicht auf. Das ist eine gute Entscheidung. In Osu und in Splatoon kann man sich sehr, sehr stark aufregen. Das ist wohl wahr. Also in Osu kannst du nur über selber aufregen. Oh, da ist einer gegangen. Wenn er jetzt, wenn mein Lobby jetzt auch schon quappt ist, dann ja. Dann lag es aber nicht an meinem Internet, sondern an Nintendo. Dann liegt es an Nintendo. Ich sag bis auch, ich bezweifle auch nicht, dass es ein Internet war, sondern einfach, dass es Nintendo ist. Aber ich habe schon vorhin auch auf dem DSP-Server gelesen, dass es wohl. Was heute, ist Alpha? Ulti-Team. Das ja, heute ist der erste des Monats, deswegen. Ja, und heute halt relativ viele Probleme gibt. Wer es nicht kennt, es gibt vor allem unter den Ranked-Spielern so das mehr oder weniger Meme. Dass vor allem am 1. August oder allgemein immer am 1. des Monats sehr, sehr oft die Lobbys abstürzen oder einfach. Die Verbindung nicht ist. Ball alle weg. Lacey, musste ich glaube ich nochmal wiederholen. Das Match ging gerade los. Lacey? Vor allem bei Ranked Maps. Bei Ranked Lobbys. Ich habe gewartet, bis das Match wirklich losgeht, bevor man mich schlägen hört. Achso. Was ist meistens erst nach dem Startschuss wirklich weg ist. Aber, ja. Vor allem am ersten Tag immer spielen sehr, sehr viele Rank, weil sie sich einranken lassen wollen, dann das nie wieder anfassen wollen, den ganzen Monat lang. deswegen ist vor allem am 1. August, wenn ihr Rank spielen wollt, empfehle ich euch auch, es nicht am ersten Tag zu machen. Oder es macht es am ersten Tag, aber dann regt euch nicht über Lobby Disconnects aus, weil das ist am häufigsten. So, aber. Jetzt sehen wir durchaus erstmal anfänglich eine ziemlich gute Dominanz von Ulti-Team, auch wenn es noch immer noch sehr ausgeglichen ist. Sehr gut, schönes Inkjet-Duell hier in der Mitte, wo mit keinem einzigen Sieger. Das war ein interessanter Kill von Atlas. Aber wir sehen Ulti-Team jetzt erstmal in Kontrolle nach einer knappen Minute erst, so wie ich diese Map hier schön kenne. Man sieht auf jeden Fall, der Ulti-Team ist so ein bisschen aus ihrem Schlaf von den letzten zwei Runden aufgewacht. Hat man auch schon vorhin vor dem Disconnect gesehen. Aber jetzt hat sich X-Link auf jeden Fall wieder die Zonen ein wenig sichern können. Sehr schöner Double-Kill hier von Tom. Der hier wirklich heute generell eine sehr gute Leistung zeigt.
Und ja, wir sehen, so wirklich scoren können die beiden Teams, wie du gesagt hast, nicht. Wenn sich Team X-Ding jetzt hier die Lead geholt hat. Wir haben erst die eine Seite gesehen, jetzt die andere Seite. Das wird ein sehr interessantes Match werden. Es war ja schon vorher, vor dem Doppel-DC, sehr, sehr gleich und even verteilt. Weil also ich habe einige, meine ich ja. Ja, und Ulti-Team hat sich schon wieder die Lead geholt. Ja, das wird jetzt ein Schlag auf Schlag-Auftausch hier werden. Ja, das wird jetzt so ein bisschen länger so weitergehen. So, Devil stüppelt hier, das könnte für Ulti-Team erstmal die kleine Oberhand sein, wenn sie es schaffen, die Zone zu painten, aber es ist eine 2-2-Situation, da wird es nicht so gut werden. TNT-Tom flankt da rein, stirbt allerdings und es ist der Wipe auf Seiten von X-Wing. Das sind drei weitere Punkte. Devil rennt rein, um es zu stoppen, was nicht so gut klappt und es müssen sie auf Devil warten. Ja. Ulti-Team hat ja auf jeden Fall immer noch die beiden Zonen und der Punkte-Counter läuft auf jeden Fall weiter. Und es wird immer knapper für Team X-Wing. So langsam müssten sie sich koordinieren und in die Zone reinkommen. Pizza mit seinem sehr schönen Kill hier. Wird aber selber rausgenommen von dem kleinen, von der Robo-Bombe. Und jetzt hat Team X-Wing sich doch noch die Zone greifen können und können jetzt auch gleich wieder Punkte abbauen. Sie müssten sich aber eventuell nach die Zone zurückholen, was sie gerade jetzt haben sie es getan. Ubi hier, sehr schöner Kill mit der Splatling. Jetzt auch die Kugel in die Zone. Und jetzt müssen sie sich die andere knappen. Und das schaffen sie auch. Und jetzt muss Team X-Link wieder ein paar Strafpunkte abbauen. Aber die Strafpunkte für Ulti Team sind ja das Wichtigste gewesen, schon ein bisschen vorher. 16 ist sehr, sehr bedrohlich. Und da kann X-Ding, glaube ich, den 20 Strafpunkt auch ein bisschen verkraften. Sie müssen aber erstmal ins Match hier zurückkommen, weil sie senden schon wieder in Unterzahl. 2-4 nur. 1-4. Wo ist der T-Tag? Da ist der T-Tag. Wird er noch sterben? Ja. Und das ist der Vibe. Man sieht ja auch schon wieder, Team X-Ling lässt sich hier ein wenig zu sehr ablenken und gehen halt alle einzeln rein. Sir Devil hier auch mit dem Splashdown ist ja auch schon wieder fast gestorben. Aber das könnte vielleicht jetzt der Zonencap sein. Sehr interessante Wahl, sich dort die Schwarmraketen zu nutzen. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Aber gut. Ja. X-Wing in Kontrolle. 40 Sekunden sind noch übrig. Das wird auf jeden Fall in Overtime gehen, wahrscheinlich gehen dann. Oder? Man muss nicht zwingend. Auf jeden Fall. X-Wing baut sich hier auf jeden Fall ihr Punktekonto ab. Und. Oh. Jetzt sieht es aber tatsächlich so aus, als würde Ulti-Team wieder zurückkommen. Tom, und jetzt stirbt es hier. Ulti-Team kommt ein bisschen zurück. 4 vs. 2 Situation. Wenn sie jetzt hier die Strafpunkte draufschmeißen könnten für X-Wing, wäre das immens wichtig. Ja. Skyend ist bauen und Tom bekommt die Brush, aber sie müssen jetzt hier cappen. 6 Sekunden sind noch übrig. Gegen zu 2, das wird nichts. Das sind die Strafpunkte, das dürfte das Game sein und das ist der 3-3 Ausgleich. Auf jeden Fall sehr gut gespielt von Ulti-Team. Man hat auf jeden Fall gesehen, sie sind aus ihrem kleinen Schläfchen erwacht und haben jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass sie es immer noch drauf haben. 17 Kills hier von Fless. Sehr gut gespielt. 3-3, wir gehen in die finale Stage des Best-of-Sets rein. Wer diese Map gewinnt, hat einen großen Vorteil dann. Weil wer immer diese Map gewinnen wird, hat dann seinen ersten Matchpoint. Da ist noch die Auswechslung. Auf Seiten von Ulti-Team. So. Aber ja, wir sehen ein Muster so langsam. Als nächstes spielen wir auch Tunkommando auf der Seeigel-Rockbühne. Auch wieder sehr interessant, sehr blasterfreundlich. Da freut sich, glaube ich, auf jeden Fall TNT-Tom über diese Map. Gerade wenn man so Richtung ersten und zweiten Checkpoint geht, kann der Blaster wahre Wunder wirken. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie
Ulti-Team das auskontern möchte. Ich auch. Aber Ulti-Team scheint sich schon sicher zu sein, wie sie einen Blaster auskontern werden auf dieser Map, denn sie sind schon bereit für den Kampf, während X-Ling sich noch überlegt, was sie wählen wollen hier. Und jetzt sind sie auch fertig. Das ging ja relativ fix tatsächlich. Und damit gehen wir in die siebte Runde schon. Division 8 Ulti-Team gegen X-Link 3 zu 3. Wer wird sich hier den Matchpoint holen können? Und gehen wir vielleicht sogar nachher noch in ein Game 9? Das kann nur die Zeit sagen. Aber wir sehen erstmal hier beide Teams mit einem Backliner. Beide Teams, nicht beide Teams. Beide Teams einer Goch, beide Teams einer Coolkugel. Und X-Link mit dem vorhin benannten Blaster. Der TNT Tom ist ja bereits in Division 8 bekannt für seine Blaster. Bekommt allerdings nur einen Pick und hilft beim anderen mit. Aber das ist schon mal die Early Mid-Control für Team X-Link hier. Da war Pizza etwas unachtsam, wurde dann von Knolle sehr souverän rausgenommen. Und jetzt kann Team X-Link hier pushen. Sehr gute Coolkugel. Auch wenn die Deppel-Dulis hier auf jeden Fall gut Schaden machen konnten gegen sie. Jemand sollte vielleicht auch noch auf dem Tower bleiben. Und Ups. jetzt ist der erste Checkpoint auch durchbrochen. Und Ulti-Team hat ja auf jeden Fall Probleme, wieder reinzukommen. Oh, FLS versucht da reinzuspringen und den Tower zu holen. Das funktioniert nicht so gut. Jetzt sind sie nur noch alleine da. Und das dürfte der zweite Checkpoint sein. Und gleich auch der dritte, wenn das so weitergeht hier. TNT Top Sehr gute Bombe Lö. hier von Doc, der sich auf jeden Fall hier wichtige Kills holen konnte. Aber es sieht nicht so gut aus, als würde es reichen. TNT Tom noch hinterm Turm. Kann sich eventuell noch den Checkpoint holen. 5 Sekunden. Mit den Und. Health-Jumps auf jeden Fall, aber können sie den KO holen? Das sieht nicht so Nein! aus. Bei 4 wurden Aber. sie gestoppt. Ganz knappe Sache hier. 3 Checkpoints down, das sind, oh Gott, ich weiß nicht genau, Punkte nicht, locker 25 Punkte, vielleicht 28 Punkte, die sie sich sparen bei einem erneuten Push. Devil stirbt hier an den Missiles, also an den Schwammraketen von Bumi hier. Und Ulti-Team. Und sie zeigen, Ulti-Team will auch einen Push hinlegen, bekommen schon mal 3 Leute, das ist der Vibe. Und jetzt fangen sie auch an, die Punkte zu holen. Ulti-Team muss hier definitiv jetzt einen sehr starken Push hinlegen. Es ist schon fast ein Knockout, den sie hier hinlegen müssen. Denn eine Führung von 4 ist natürlich sehr, sehr, sehr übel und ist auch sehr schwer eben selber hinzubekommen. Und jetzt war es das auch schon wieder mit der Turmkontrolle. Skyen hat da was gegen gehabt. Umi bekommt den Checkpoint hier. Skyend tradet mit Doc, also kann es direkt weitergehen in die Richtung, in Richtung des Spawnbereichs von X-Link. Pizza stirbt eine Bombe, die hier von Knolle noch platziert wurde. Wumi jetzt auf dem Tower. Oder Wumi, nicht Wumi. Und sie können ihre die Punkte weiter ausbauen. Der Blaster, schöner Direct hier von TNT Tom, der sich hier auf jeden Fall etwas Zeit für sein Team organisieren konnte. Knolle jetzt noch beim Turm. Und der Checkpoint wurde ganz knapp nicht geholt. Das ist natürlich sehr ärgerlich für Ulti-Team. Und Wommy versucht es aber noch weiterhin. Aber Team X-Link ist wieder da und der Push scheint abgebrochen zu sein. Ja, Wobei. Ulti-Team kann leider nicht den zweiten Checkpoint holen. X-Link verteidigt das jetzt erstmal hier. Was sehr wichtig ist, weil das wären schon wieder ein paar kostenlose Punkte gewesen dann für Team Ulti-Team, die dann weniger gepusht hätten müssen. Zwar der Checkpoint ist zwar nicht so groß, aber 8 Punkte sind immer noch 8 Punkte. Ja. Aber Ulti mit dem Triple Flank hier. Schöner Direct von Tom. Noch ein Kill. Kommen wir den dritten. Leider nein. Wumi auf dem Turm, hinterm Turm. Oh, und Was wird hier macht. ganz übel geflankt von Sir Devil mit dem Platscher, der hier wieder sehr aggressiv reingeht. Von hinten reinflankt. Und da kommt jetzt auch schon der Tintendüser, der Sir Devil vielleicht auch sogar schon jetzt rausnehmen wird. Ja. Ulti-Team will weiter pushen, aber das funktioniert nicht so gut, weil X-Link aktuell die Tower in Control hat. Skyend hier auf dem Turm versucht jetzt so ein bisschen nach vorne zu kommen, den Turm möglichst weit aus der eigenen Basis rauszuholen. Dabei müssen sie aber leider ganz schön viele Verluste einbüßen. Und Team Ulti-Team kann jetzt eventuell.
sehr schön aus dem Slashdown geholt. Aber es sieht nicht so aus, als würde Team Ulti Team noch hier irgendwie nach vorne kommen, denn X-Ling hat die ganz gut unter Kontrolle. So, Devil ist unterwegs zum Goal. Sie haben keine Checkpoints mehr in der Nähe. Sie pushen den Turm einfach nur vor, was eine gute Taktik ist, weil dann ist der Weg länger, falls es eine Overtime geben sollte für Ulti Team hier. Das ist der Vibe. Ja, und das sieht mehr nach dem Knockout aus. Und das ist er sogar. Sehr gut gespielt damit, von Team X-Ling. Damit hat X-Ling den Matchpoint. Und ja, geht hier ins Game Nummer 8 mit einem kleinen Vorteil rein. Konnten Tower Control Sieger. 20 Kills hier von TNT, Tom. Respekt, das ist genau das, wovon ich vorhin geredet habe. Blaster auf dieser Map ist sehr stark und Ulti Team war sich vielleicht sicher, dass sie eventuell gegen den Blaster ankommen. Ist aber wahrscheinlich leider nicht so ganz aufgegangen. So, Rainmaker auf, hilf mir kurz. Rainmaker auf, oh, ich sollte vielleicht doch das Layout wechseln. Ja, Rainmaker auf, Punkasius Skate. Ach, leider das schlechte Rainmaker auf. Oh, das bevor dem Patch, das wäre doch mal interessant, oder? vor dem Patch, das ist noch schlimmer als Markomat, aber ich mag das dann da. Also, ich finde Black Belly schnell in KO sympathischer als Markomat schnell in KO. Joa. Und wir haben gerade die Auswechslungen noch von Ulti Team gehabt. Los geht's! Ja. Wenn Mac und Black Belly alle diese Waffe vor allem, diese Map vor dem Patch erlebt haben, ja. Schlimmer als Cäsar Markt mit dem ersten Push 1 KO, weil das war wirklich ein Push 1 KO. Das lag aber nicht daran, dass irgendwie das Ziel weit weg war von der nicht nah genug nah am Ziel nah an der Mitte dran war, sondern eher weil da eine riesige hässliche Wand stand und wenn du da durchgekommen bist mit dem Rainmaker und dann alle in der Mitte waren, dann war das ein kostenloser KO. Ja. Da kommen wir auch nicht mehr meinen nochmal schnell zurückzuspielen, weil diese Wand meinte so, nö, du bleibst in der Mitte. Leider haben wir kein Splash 7 auf der Map erlebt. Stimmt. Weil die Waffe gab's da noch nicht. Das wäre durchaus interessant geworden. 7 Rainmaker Black Belly. Oh, all Rainmaker Black Belly. Aber oh, die neue Black Belly Map ist ein bisschen größer, vor allem länger, aber trotzdem noch von 2 Punches runter. Ich übersetze nochmal schnell von Lag auf Deutsch. Diese Map ist ein bisschen größer, ein bisschen weiter und es ist nicht so einfach hier. Hä, warum nicht? Ich habe 19er Ping laut Discord. Direkt durchzupushen. Ich hab 19er Ping, 19 bis 24 und ich lagge. GG Discord. Dankeschön. Bitte. Gut. Aber ja, länger und weiter und laut Tim hat noch eine Info für euch. Pusht niemals rechts, oder? Das geht tatsächlich. Über rechts kannst du auch eigentlich ganz gut pushen. Das letztes Jahr leider sah das anders aus. Das ist schon ein bisschen rumgeschrien. Was pusht ihr rechts? Aber erstmal, was labern wir? X-Ling mit dem Early Vibe und kann direkt pushen. Wumi bekommt nur einen, aber da kommt schon, das dürfte der Push wahrscheinlich gewesen sein. Skyant liegt noch ganz, ganz knapp, ist alleine, Stüppels auch und das ist für Ulti Team. Erstmal die solide Verteidigung, 60 ist, wie man sieht, nicht sehr weit weg von der Mitte. Das ist einfach nur diese kleine Wand da hochschwimmen und das kann man relativ einfach erreichen. Erst ab Punkten in Höhe der 35er Marke wird es gefährlich werden. Aber Ulti Team Doc kann jetzt richtig gut durchziehen. Doc entscheidet sich für den Left Push, weil da ist nur einer. Und er hat sich sogar die Lead holen können. Skyant bemerkt ihn, aber trifft ihn nicht ganz. Aber das ist der Vibe. Was ist der Vibe? Der kleine Minikampf gewinnt Ulti-Team da. Kämpfen zwar noch gegen zwei Leute von X-Ling, aber das könnte noch weiter werden, der Push. Aber Wumi entscheidet sich zurückzuziehen. Ja, und lässt seinen Teammates ein bisschen alleine. Der konnte tatsächlich überleben. Und jetzt kommen aber die Schwarmraketen. Die sind natürlich in dieser engen Gasse ein wenig fies. Oh,
Überzahl für Ulti-Team. Das könnte nochmal sehr spannend hier werden. Okay, was laber ich? Ist das Spiel 2 down? da ist nochmal ein Blaster? Hinter allen? Was macht Tom da? Wo ist denn Tom? Im Gang. Hat 2 Leute gekillt. 3 Leute. Oh, ja. Sehe ich gerade. Ja, und noch ein. Und noch ein. Optimal. Und noch ein. Noch ein. Noch ein. Oh, da ist nur noch einer alleine. Das ist die Bombe. Kriegt auch so Devil, aber nicht den Rainmaker. Das dürfte der Lead jetzt wieder sein. Da ist der Lead. 35. Und sie ziehen eventuell noch weiter durch. Noch ein Kill hier von Skyend mit dem Rainmaker. Und noch ein weiterer. Und noch ein Kill von Tom. Tom holt sich hier den nächsten. Ist alleine. Noch ein. Das wird kritisch werden. Der Weg ist vorgepellet. Sie müssen nur noch poppen. Von Ulti-Team liebt keiner so wirklich. Sie wollen aber irgendwie auch nicht poppen. Jetzt haben sie erst gepoppt. Können crabben und pushen. 25 und da ist die Tom Bombe. Tom holt sich hier noch einen Trade. Das wäre ein bisschen besser gewesen, hätten sie früher gepusht. Aber sie leben immer noch und sind in der Überzahl. Das könnte nochmal weiter kritischer werden. Sollten sie sich entscheiden, nochmal weiter dazu zu pushen. Ab dieser Marke ist es heißt eigentlich noch Punkt ist Punkt. Ja, und Skyens kommt nochmal auf 15 runter. 10 weitere Punkte, das dürfte aber der Push gewesen sein. Sind wir alleine und stirbt jetzt auch. Wipe, aber 15 ist ein grandios guter Push. Ja. Und das wird schwer werden für unser Team. X-Link hat ja sehr weit die Tür aufgestoßen zu einem... Oh, Doppelkill. Da war ein Schaumraketenkill dabei. Tom stirbt, keiner ist nix. Es lebt nur noch der Ketterhund. Der Knolle kommt jetzt dazu, spielt gegen 3 allerdings. Das Connor kommt sich zumindest einholen. Und da kommt jetzt auch die Kugel. Jetzt können sie vielleicht aber wenig zurückkommen. Das wird ein sehr, sehr knappes Match. Und... Ryan stirbt jetzt hier noch. Hier ist noch lange nichts vorbei. 90 Sekunden bleibt Ulti-Team noch einen Push auf 14 oder besser hinzulegen. Ja. 2 schon wieder down von X-Link. 3 down von X-Link. Jetzt ist nur noch der T-Tech am Leben. Wo ist der T-Tech? Der ist ganz hinten am eigenen Goal. Aber die Zeit drängt auch Pizza nur und noch rein. Er springt runter. Und jetzt kommen sie ran. Und. Oh, 21! Oh, aber nur einer am Leben von Tentaklexer. Falsches Team. Und der ist auch weit. Und das ist sehr bitter. 21 konnten sie tatsächlich noch pushen, aber das reicht nicht, denn X-Link konnte sich natürlich auf die 15 definitiv hocharbeiten und das ist sehr ärgerlich für Ulti-Team, gerade weil, wenn X-Link das jetzt hier gewinnt, dann war es das und dann müssen sie in ein Entscheidungsspiel nochmal gehen. Nochmal ein schöner Kill von Tom hier. Tentaklexer ist eine Waffe und nicht nur ein Team. Da habe ich, glaube ich, erst an den Tentaklexer gedacht, schnell. den man ja auch auf Seiten von X-Link sieht. Ja, mit 13 Kills. Das Skyend pusht nochmal nach vorne, ja, um ein bisschen Platz zu schaffen und ein bisschen Platz zu holen. Aber das wird schwer werden. Knolle versucht, Doc zu pushen. Knolle bekommt auch Doc, stirbt dafür allerdings selber. Und jetzt sind wir in den letzten 15 Sekunden. Sie müssen Tom kommt zum Rainmaker und kann sich den, glaube ich, gleich ziemlich gut. Les hat den Rainmaker, aber da ist Tom, der pusht ihn und er bekommt ihn auch. Und 5 Sekunden noch, um den Rainmaker zu poppen. Das wird sehr, sehr, sehr knapp. Wir haben den Pop, wir haben den Rainmaker. Sie müssen jetzt nur noch überleben und pushen. Das Skyend kommt von hinten und das dürfte der Punkt sein. Und das ist das Match. 5:3 für X-Link. Und damit wird es in 3 Wochen, Division 8 geht länger, Hilfe. 2 Wochen. Ungefähr in ein Entscheidungsmatch gehen zwischen den beiden Teams. Ja. Auch wieder hier sehr, sehr gleichmäßig verteilt. Beide Teams waren gut dabei, aber X-Link hat die Oberhand hier am Ende mit dem 5:3 Sieg. Sehr, sehr gut gespielt. Zwischendurch haben sie vielleicht ein, zwei Mal geschwächt, aber Team X-Link hat hier auf jeden Fall gezeigt, dass sie hier auch ein Anwärter auf den ersten Platz sind. Und dementsprechend GGs an beide Teams. Man muss dazu aber noch sagen, X-Link hat sich auch damit auf jeden Fall die Silbermedaille gesichert. Wir werden X-Link mindestens auf Silber sehen werden, diese Season. Die Frage ist, wie wird es Silber oder Gold sein? Das ist die Frage. Haben wir ein Interview? Wir haben ein Interview, zumindest Leute im VC. Haben wir auch. Dann ab da rein. Vorher noch zu sagen, um 17 Uhr geht es weiter mit Division Nummer 1.
Da spielt Zeig. Warum ist Antrum VC? Ich habe mich auch gerade gefragt. Warum ist Antrum mit Dunum Wow. VC? Okay, mir egal. 17 Uhr Division 1, Zeig Kuri gegen Symphony, Platz 1 in Division 1 gegen Platz 4? 5? 5 gegen Platz 5? Wenn Zaikuri Kuri diese Match gewinnt, sind sie auch Division 1 Champion Ja, dann. also schaut auf jeden Fall vorbei, das wird sehr spannend, denke ich mal. Was macht Andro mit komplett Zaikuri Kuri im VC? Ich weiß es nicht. Ein Cyclone, meinst du? Oh, ja, Zero pinkt mich gerade. Kannst du Interview alleine machen? Ja, natürlich. Ich nerv die kurz. Oh, Fall. Ups. Wrong Dings. So. Dann würde ich da einfach mal sagen, gehen wir in das VC-Interview rein. Herzlich willkommen hier on Stream und herzlichen Glückwunsch für den Sieg, TNT Tom. Hallo? Hallo, ja. Okay, gut. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Du Danke. hast heute auch eine sehr gute Leistung erbracht, gerade mit dem Blaster auf der Danke. Segel-Rock-Bühne. Das war wirklich eine starke Leistung. Wie fühlt ihr euch jetzt so nach diesem Sieg? Also wir fühlen uns sehr erleichtert. Beziehungsweise, was heißt erleichtert? Wir müssen nochmal gegen die spielen, ein Entscheidungsspiel. Aber wir werden nochmal sehr viel trainieren müssen, hast du mir gemerkt. Mhm. Wir zittern auch sehr viel noch. Genau. Ihr wart ja zwischendurch, habt ihr euch auch etwas schleifen lassen? Gerade auf Turmkommando Manta wart ihr wirklich sehr zurückgeschlagen. Kannst du mir sagen, woran das gelegen haben könnte? Es könnte daran gelegen haben, dass wir kurz ein bisschen down waren, Mhm. da wir ja vorher schon die Niederlage einmal kassiert haben. Aber wir haben uns nochmal sehr gut ermutigt und haben es nochmal in dem Spiel geschafft. Genau, nun gab es ja dann auch ein Disconnect im sechsten Spiel, was ja am Anfang auch sehr, sehr ausgeglichen gestartet hat. Und das ging ja dann am Ende auch an Ulti-Team. Ich glaube, es war ein bisschen ärgerlich für euch, aber man hat ja dann auch im nächsten Match gesehen, dass ihr ja sehr gut zurückgekommen seid. Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Und gerade du mit deinem Blaster hast ja dann auch gezeigt, was in euch steckt. Niemals Und aufgeben. exakt, genau. Genau. Und ich weiß nicht, ob die Frage schon kam, aber ich frage jetzt mal eine Standard-Andro-Frage. Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Also ja, die Frage kam schon mal, aber ich beantworte sie natürlich gerne nochmal. Wir hatten viele Namen, aber durch Ausschlussverfahren sind wir auf Team X-Lane gekommen. Okay, was war so der Was sagst du? ausschlagende Punkt für diesen Namen? Die Mehrheit. Aber Achso. ansonsten hätten wir noch Bambusleitung gehabt. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Name. Kommt definitiv an den von Rasensprenger damals von uns ran. Aber ja. Es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Seht ihr euch nächste Season auf der höheren Division, zum Beispiel Division 6 oder Division 5 oder sowas? Würden es schon uns vorstellen, wäre natürlich auch schön, aber je nachdem, was für Spieler auch noch nächste Season alles reinkommen werden, wer weiß, wie viele Divisionen es dann auch geben wird. Ja, absolut. Okay. Ich denke auch, gerade jetzt mit eurem guten Ergebnis in der Division 8 habt ihr natürlich hohe Chancen, auch sehr, sehr gut aufzusteigen. Dann gibt es eine Frage noch. Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Ich oute mich, ich bin Pfirsich. Was für Outen? Das ist die einzig wahre Entscheidung. Ja, aber jetzt werden mich alle hassen, die Zitrone mögen. Ach, die drei Leute. Noch eine weitere Frage. Freut ihr euch auf das Entscheidungsmatch und was sind eure Erwartungen? Freuen uns natürlich. Jedes Spiel macht uns Spaß. Auch dieses Spiel hat uns sehr viel Spaß gemacht und es war auch ein Nervenkitzel.
Und wir hoffen natürlich uns auch wieder einen Sieg, auch wenn das sehr schwer wird. Das ist eine gute Einstellung. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Nee, ich glaube, von meiner Seite war es dann auch. Vielleicht kommt noch einer aus dem Chat. Cubic hat noch gesagt, dass ihr eurem Mate sagen sollt, dass er nicht nur er und Pizza die ganze Zeit trainieren sollen. Ja gut. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Genau. Du sollst doch mal Sky entgrüßen. Raum hier. Ah gut, und noch die letzte Frage vielleicht noch von Wami. Was war das Schwerste heute? Also was war euer größtes Problem gegen Ulti-Team? Problem gegen Ulti Team, wir hatten sehr viel Angst auch. Das war ein Problem. Als wir das erste Match verloren haben, waren wir natürlich down. Und wir hatten auch Angst, dass wir mehrere Matches verlieren, was auch geschehen ist. Aber es ging noch gut aus. Na dann, das ist doch auf jeden Fall gut zu hören. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Entscheidungsmatch zwischen euch. Und ja, heute 17 Uhr und heute 19 Uhr kommen noch zwei weitere Matches. Schaltet auf jeden Fall dort auch wieder ein. Vielen Dank fürs Interview und macht's auf jeden Fall gut. Habt noch einen schönen Abend, feiert noch ein bisschen und macht's gut. Tschüss.